Hallo und herzlich willkommen. Moment mal. Herzlich willkommen. Ich habe gespeichert. Moment, jetzt muss ich trotzdem nochmal schauen. Ist das... Moment. Das hat nicht gespeichert. Aha. Warte, da müssen wir nochmal rauf hüpfen. Also es hat... Oh, Entschuldigung, bin an mein Mikrofon gekommen. Das hat gespeichert. Ja, also als ich noch nicht hier... Na, so, das hier hatte... Komme ich hier runter? Danke. So, dann... Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Final Fantasy 9. Jetzt müssen wir hier ganz aufpassen. Da ist was. Ein Lederarmreif. Den brauchen wir momentan nicht, ich glaube. Wenn wir viel Glück haben. Oder warte mal, ist das so, dass man vielleicht auch hier... Nee. Okay. So, dann geh rauf. Eisenhelm, da muss ich jetzt trotzdem mal kurz schauen. Lilifee, da muss ich trotzdem mal schauen. Anlegen? Nee, das Eisenhelm ist dann doch wieder wahrscheinlich für unsere Blechhaube. Schätze ich. Hey, kannst du? Gehst du? Nein, nicht drauf! Geh runter. Wie komme ich denn jetzt hier runter? Ah, jetzt. Gut. Haben wir noch irgendwo was vergessen? Nee. Man weiß ja manchmal nie. Alt. Moment. Wo komme ich denn hier hin? Ach so. Nee, das ist Quatsch. Das ist dann ihr Quatsch. Was ist das denn? Zitana. Was ist? Dieses... Moment. Hörst du dieses Schluchzen? Baby? Zitana? Verdammt, das ist ja wirklich Vivi. Ich hol dich da raus. Versprochen. Kriege ich das? Warum zum Henker? Haben die dich bloß in diesen Kasten gezwängt? Wie furchtbar. Also... Moment. Vivi, reden wir nachher. Warte eine Sekunde. Und... Offen. Puh. Und? Sag, Vivi, was ist passiert? Nachdem wir uns getrennt hatten, da hat mich ein Mann mit Gewalt heruntergezerrt. So war das. Er brüllte mich an. Beweg dich nicht. Oh, da bekam ich solch eine Angst. Ich habe mich einfach nicht wehren können. Was hast du da draußen zu suchen gehabt? Wo doch das Frachtschiff noch gar nicht da ist, hat er mich angebrüllt. Es war so schrecklich. Ich hatte überhaupt keine Ahnung, wovon er da eigentlich redet. Also habe ich gar nichts gesagt und geschwiegen. Und da hat er zu mir gesagt, du kommst mit der Ladung heute mit. Und dann hat er dich in diese Kiste hineingesteckt. Genau so war es. Na, Hauptsache du bist unverletzt. Aber hörst du, Vivi, von jetzt an schweigst du nicht mehr einfach so, klar? Wenn's also mal ernst wird, dann musst du einfach nur laut sagen, was Sache ist. Was Sache ist? Ha, ja, zum Beispiel, schaff deine Drecksvisage aus meinem Gesichtsfeld, du Mistkerl. Drecksvisage? Mein Gesichtsfeld?
Jo, genau. Oder sowas in der Art wie... etwas so in der Art. Wie das, ne? Mit dieser Drecksvisage. Da kriegt dein Gegner nicht nur einen riesen Schreck, sondern du fühlst dich auch gleich viel stärker. Stärker? Genau, stärker. Ach ja, Vivi. Ich würde ganz gern hier reingehen und mich ein wenig umschauen. Denkst du, du packst das? Wenn du nicht gehen willst, sag's ruhig. Zitana, ich will auch wissen, was das hier für ein Ort ist. Das dort drüben, ist mir irgendwie total unheimlich. Hey, was ist denn das für eine Maschine? Na dann, fein, gehen wir alle. Was brütet denn der für Eier aus dort, ne? Das ist eine Eierbrütmaschine anscheinend. Moment. Scheint leer zu sein. Ja, super. Leer. Moment, das ist hier nicht leer. Und wieder ein bisschen G. Das sind ja tatsächlich Eier. Sind das tatsächlich Eier? Und diese seltsame Maschine, die legt sie. Diese Maschine scheint zwar nicht von Nebel angetrieben zu werden, aber zweifelsohne kommt da Nebel raus. Tja. Warte mal, wir können hier vielleicht mal so ein Ei uns anschauen. Gießerkraut für den Chocobo. Sieht so aus, als würde das Laufband von dem Chocobo angetrieben werden. Aber wenn sie schon bei einem Maschinennebel verwenden, warum dann hier so altbacken? Merkwürdig. Warte, wir gehen nochmal zurück. Weil hier geht's anscheinend weiter. Was ist denn hier dann los? Was ist das für ein Rauch? Moment mal, das ist kein Rauch, das ist Nebel. Wir öffnen. Oh! Hätte ich es noch nicht geöffnet. So, was kommt da raus? Eieiei, was sind denn das hier? Uiuiui. Das ist bestimmt total schlimm. Wir klauen. Ein Jadestein, was immer das ist. Nein, kein Blitz. Wartet mal, wenn du mal... immer Feuer. Hör doch auf, dein Geblitze. Wir klauen mal noch vom anderen. So, komm. Feurio. Kleiner Vivi. Ist nämlich gar nicht so klein. Schau mal hin. Schau mal hin, was du kannst, Vivi. So, noch ein Jadestein. Wow. Wartet mal, Vivi müssen wir erstmal wiederbeleben. Also nicht wiederbeleben, aber... Gut gemacht, Jungs, Mädels. Gut gemacht. So, wir müssen jetzt trotzdem mal bei Lil... Oh, Level Up ist gut. Leider keine Items. Nebelmonster? Aha. Warte, halt. Hier. Ah, Phönixfeder ist toll. Was haben wir hier drüben? Und eine Poison. Wartet mal, ehe wir hier weitergehen. Meine Gute. Solltest du hier mal ein bisschen für Heilung sorgen, ne? Halt, warte, da ist noch was. Da ist noch was. Wo? Wo war das? Halt hier. Seht ihr? Wenn ihr hier nicht alles anschaut. Ja, war es doch gut, dass wir hier rein sind, ne? War denn nicht irgendwie... das Zimmer vorhin, diese Maschine jetzt. Was bitte geht hier eigentlich ab?
Wird hier der Nebel absorbiert und an die Maschine von vorhin weitergeleitet? Und was hat das bitte schön mit diesen komischen Eiern auf sich? Warte, wir gehen trotzdem nochmal rein. Ach ne, alles klar. So, dann hier hinten weiter. So, schauen wir, was es mit diesen komischen Eiern auf sich hat. Und was ist das jetzt hier? Sieht aus, als würde die Maschine Nebel verwenden, aber sie scheint ganz anders zu funktionieren als der Motor unseres Theaterschiffs. Interesting. Sehr merkwürdig. Oh, wer kommt uns denn jetzt in die Quere? Oh, drei Nebelmonster, weil wir die Tür aufgemacht haben. Vielleicht nicht machen soll. So, ja, wir klauen erstmal nicht. Wir wollen erstmal einen weniger haben. Nee, du machst mal ab hier. Meine Gute. Wow, ihr macht mal alle Abwehr, solange der klaut. Ah, Feuer. Da hilft dir eure Abwehr nichts. So, dann kannst du dir gleich... Kannst du dich gleich heilen, Lilifee. Wir heilen trotzdem. Wir klauen trotzdem. Oh, Lilly! 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 Ist ja gefährlich. Hier rum eiern. Warte mal, jetzt müssen wir erstmal den hier weg. Der macht mich ja wahnsinnig. Nein, nicht den. Nein, bitte. Die Abwehr, die scheint hier ja nichts zu bringen. Ne? Die scheint nur physisch zu sein. Nicht magisch. Klauen trotzdem nochmal. Heilen unseren Vivi nochmal kurz. Und so. Angriff. Boah, was? Wie viel? 400? Das ist ja total. So, weg mit dir. Sehr schön. Und weiter geht's. Ui, was ist jetzt? Ich glaube, ich kann was erkennen. Was kannst denn du erkennen, mein Freund? Nein, doch nicht. Aber ich höre was. Schlüpfen die Eier etwa gerade? Echt? Was ist denn das? Was ist denn das? Bis auf einige Details, natürlich. Vivi, ich will ja nichts sagen, aber die sehen Vivi aber ganz schön ähnlich. Was? Was? Was sind die? Puppen? Sind das vielleicht Puppen? Oh, da kommt wer. Vivi, Lilly. Das kann doch nicht. Hat etwa Mutter? Oh. Hab ich wohl keine andere Wahl. Hilfe! Was machst du denn da, Zitane? Entschuldige, aber jetzt kein Mucks mehr. Lass mich los. Nanu. Was war denn das für ein Geräusch? Das war nichts. Passt schon so.
Echt? Oh, soll mir nur recht sein. Soll mir nur recht sein. Es wird langsam Zeit. Etwas schneller, bitte. Ja, ja. Immer mit der Ruhe. Hm. Ah! Wo? Oh. Zitane! Oh, au! Au! Wie? Oh! Ah! Steine ist der Beste. Oh, ich bitte euch. Es gibt da eine Persönlichkeit, die unverzüglich in das Schloss zurückgebracht werden muss. Mhm. Wann wird das Frachtschiff denn hier eintreffen? Ja. Hallo? Hier? So sollte es stimmen. Mhm. Ich bin beschäftigt. Ja, ich bin beschäftigt. Nein. Ich bin wirklich beschäftigt. Sehr beschäftigt. Aber ich muss... Ich bin wirklich beschäftigt. Das heißt, ich bin sowas von beschäftigt. Lasst ihr mich durch. Lasst ihr mich durch. Aber ich wollte doch... Lasst mich doch mal... Ja... Welche Funktion wohl dieser seltsame Ort hier hat? Ja, Großväterchen, Frost. Wo gehst denn du hin? Wieder auf... Was die hier für Portemonnaies verlieren? Ist ja kaum zu glauben. Kaum zu glauben. Ja, wir sind jetzt mal penetrant. Oh, nett. So, hallo, Großväterchen. Schon wieder du? Dieser Duft hier. Riechst du das? Na, der beruhigt meine alte Seele. Willst du nicht auch eine Tasse? Hab Dank. Sieht eigentlich ganz gemütlich aus. Aber ich bin nicht gekommen, um ein Kaffeekränzchen abzuhalten. Nein. Nun sagt mir doch endlich, wann das Frachtschiff eintrifft. Andernfalls sehe ich mich gezwungen, im Namen Ihrer Majestät diesen Leuchtturm zu beschlagnahmen. Und dann? Was ist dann? Dann? Ja, dann werde ich euch befehlen, mir die gesamte Ankunftszeiten des Frachtschiffs aufzusagen. Ja, die alle. Miteinander. Ach, so sagt es mir doch. Oh, deine Trotzköpfigkeit hat dich, Jungmann, doch bestimmt schon in die eine oder andere Verlegenheit gebracht, oder? Was spielt das schon für eine Rolle? Das Richtige tun, darauf kommt's an. Oh, ja. Du meinst also zu wissen, was richtig und was falsch ist, oder? Ja, ob falsch oder richtig, das weiß doch jedes Kind. Das weiß jedes Kind. Du scheinst mir ja noch jünger zu sein, als du aussiehst. Wann wird denn das Frachtschiff hier eintreffen? Sag's mir doch. Das sollte schon längst gelandet sein, Jungspund. Wahrscheinlich werden soeben die letzten Güter verladen. Was? Oh, ich muss mich beeilen. Hab Dank. Das ist Steiner, ne? Wir leibt und lebt. Ach, warte mal, wir müssen trotzdem nochmal rein, auch wenn das Luftschicht gleich landet. Vielleicht, man weiß ja nie, ne? Ey, wartet mal, war da nicht noch was ohne Karte? Ein Modell. Ach ja, tatsächlich. Das ist ein Modell des Theaterschiffs. Früher soll doch die Tantalus eine berühmte und beliebte Schauspieltruppe gewesen sein. Bis jetzt ist mir von diesen nur Diebesgesindel unter die Augen gekommen. Tja, das stimmt allerdings. Nur Diebesgesindel. Elendiges. Ja. Aha. Da ist es ja. Das Frachtschiff.
Moment. Jetzt kann ich endlich die Prinzessin in das Schloss bringen. Oh, puh, lange genug gedauert hat's. Es stellt sich allein die Frage, wie ich die Prinzessin zum Einsteigen bewege. Tja, was sehen denn meine Augen da? Moment, was kommt da aus dem Boden hervor? Das muss ich mir genauer anschauen. Moment. Wozu nur diese ganzen Marionetten? Seit wir vor einem halben Jahr mit der Produktion begonnen haben, sind schon eine ganze Menge vom Fließband gegangen. Ist doch egal. Hauptsache, wir kommen so einfacher ans Geld als bei dieser lästigen Feldarbeit. Moment, halt. Ich glaube, da kommt jemand. Was ist denn das? Irgendetwas, irgendwer kommt da angestampft. Ach, du liebe Güte, schaut dir nur sein barbarisches Gesicht an. Ich weiß zwar nicht, was los ist, aber... Boah, nix wie weg hier. Los! Äußerst verdächtig. Äußerst verdächtig. Was gibt es denn so viel aus diesem Dorf herauszutransportieren? Mir war doch so, als hätte sich das Fass gerade eben bewegt. Ja, Steine. Super. Ach, kommen wir mit dem Schwert reinstoßen. Das ist Steiner, der stößt mit Schwertern rein. Moment. So, und... Pix, nimm das! Da! Was war das denn für eine Aktion, Alter? Kerl! Du! Ja, was hättest du denn bitte gemacht, wenn du Lilly getroffen hättest, Die Prinzessin? Ja, also... verdammt noch eins, Prinzessin! Was geht hier denn vor sich? War es wieder dieser Kerl, der euch in diese Situation gebracht hat? Ruhe, Steiner. Jawohl. Jawohl. Zitane. Ich weiß nicht, wie ich Vivi trösten kann, dass zwischen Vivi und dem königlichen Hof so ein Zusammenhang bestand. Das muss ich ja erst noch herausstellen. Auf jeden Fall sollten wir jetzt für Vivi da sein, das ist klar, ne? Das stimmt. Tja, Vivi, hör mal zu. Reiß dich zusammen, Steiner. Du darfst dein Vorhaben nicht aus den Augen verlieren. Ich muss die Prinzessin auf das Frachtschiff bringen, ohne dass sie Verdacht schöpft. Denn dann ist es nicht mehr weit bis zum Schloss. Sag mal, Alter, weißt du, wo das Frachtschiff hinfliegt? Spricht der Kerl mit mir? Ja, nach Lindblum. Ja, Lindblum. So wie mir zu Ohren gekommen ist. Korrekt. Von wem hast du die Information? Dem alten Mann da beim Leuchtturm, der wohnt dort. Ja, auf ihn ist auf alle Fälle Verlass. Merkwürdig. Prinzessin Garnet, Ihre Majestät, die Königin, erwarte dich im Schloss. So ist das. Ihr seid also die Handlanger der Königin. Ihr? Was erzählst du da? Als ihr alle in der Höhle des ewigen Eises umgekippt seid, hat mich auch so einer überfallen. Du warst es also, der den ersten Tenor besiegt hat. Ich bin der zweite schwarze Tenor. Ich bin in jeder Hinsicht dem ersten überlegen.
Widerstand ist zwecklos. Prinzessin, sei schönartig. Nein, nein, ich werde nicht ins Schloss zurückkehren. Niemals. Du widersetzt dich. Ist dir klar, was das bedeutet? Was soll das? Es ist meine Aufgabe, die Prinzessin sicher wieder in das Schloss zurückzubringen. Deine Aufgabe interessiert mich nicht im geringsten. Widerstand ist zwecklos. So, der ist dem anderen in jeder Hinsicht überlegen. Ja, wir sind jetzt immerhin zu viert. Das ist schon mal gut. Deine Freunde sind des Todes, Prinzessin. Wer sich mir in den Weg stellt, der ist verloren. Ja, Magieschwert hört sich gut an. Nee, wartet mal. Wir gucken erstmal mit dem Räuberauge in ihn rein. Mach mal Abwehr. Kurzzeitig. So, schauen wir mal. Ein Lederpanzer, den will ich. Können wir alles ab? Nochmal Magieschwert. Hoffentlich ist er noch nicht tot, bevor wir geklaut haben. Ne? Hoffen wir es mal. So spricht man ein Feuer. Vivi. Ne, wir geben dir mal eine Potion, Vivi. Noch nicht umfallen. Nein, nicht tot sein. Meine Pflicht ist es. Oh, die Prinzessin. Zurückzubringen. Man. Warte, jetzt müssen wir mal kurz schauen. Item? Täuschen? Sedana. So, dann Lilifee. Ja, schön, wenn du wieder dran bist. Oh, Blitz. Ja, Blitz können wir ab. Phönixfeder auf Steiner. Okay, der ist wieder so gut wie... wartet halt! Täuschen auf Steiner. Nett. So, ich mach mal noch ein Item auf mir... auf mich selbst. Halt, wir müssen noch eine Phönixfeder auf Vivi, sonst bekommen die am Ende keine, wenn die das da dort liegen, keine Erfahrungspunkte. Können wir nicht zulassen. Sag mal, hat der schon dem die geklaut? Zipfelmütze haben wir geklaut. Hä, der hat doch nur eine Leder... ein Lederhemd gehabt. Ob sie da noch als umkauen. Nee, halt, du darfst... Nein, hör auf! Vita, Zitter. Dann kannst du den so richtig mal heilen. So, jetzt sind wir wieder auf Draht. Ja, deswegen meine ich, ist es gut... Na, kommt, jetzt greifen wir an. Wartet, wir warten erstmal, ob wir wieder eine Phönixfeder brauchen. Nee, brauchen wir nicht. Dann Magieschwert, mein Freund. Feuer, mein Freund. Boah, der hat immer noch... Nein, er steht. Wie konnte das nur? Deswegen möchte ich nicht die Zeit, ne, so schnell haben. Weil so schnell bin ich dann doch nicht, ne. Also das sind dann nur die Profis. Pestizid, okay. Äther ist gut. 14.000 haben wir Kapital. Der
Der schwarze Tenor? Ob er wohl wirklich im Auftrage meiner Mutter handelt? Aber, Prinzessin, wie könnt ihr so etwas nur denken? Schenkt dem Worten dieses Unholds keinen Glauben. Die Tatsache, eure hoheitliche Herkunft lockt allerlei Gesindel an. Schaut euch nur den Kerl hier an. Soll das heißen, die Menschen haben von meiner Herkunft erfahren? Der angeborene Edelmut und das blaue Blut, das in euren Adern fließt, das kann nicht so ohne weiteres versteckt werden, Prinzessin. Also das sehe ich komplett anders. Du hast natürlich keinerlei Plan von ihren Bemühungen, was, Alter? Dein Verhalten ist hier das Problem. Ja, weil du es mit deinem Prinzessin, Getue immer die ganze Welt wissen lässt. Ja. Ach ja, und wegen des Grenzübergangs? Ich schlage vor, im Frachtschiff mitzufliegen. Moment. Mit dem Luftschiff ist es ja auch gar keine so große Distanz, ne? Ich meine, er ist ja auch gar nicht mehr so weit bis nach Lindblom. Wollen wir uns nicht vorher etwas ausruhen? Doch. Na gut, alles klar. Dann erstmal zurück ins Dorf. Vivi, mach dir keine Sorgen. Wenn du in unserer Nähe bleibst, wird dir nichts passieren. Das ist nett. Also müssen wir ja noch den Schlüssel finden. Warte mal, was mir eingefallen ist. Wir waren noch gar nicht da hinten. Dieses Symbol diente also als Landeplatz für die Frachtschiffe. Ich habe gedacht, man kommt hier hinten rum. Oder wartet mal, wenn wir jetzt hier... wenn wir jetzt hier reingehen, kommen wir auch nicht dran. Ich will zu der blöden Kiste. Könnt ihr bitte mal weg? Unglaublich, diese Jugend von heute. Ja, verdammt noch eins. Huch, nee. Verdammt noch eins, ich komme nicht an die Kiste hier ran. Keine Chance, ne? Gehst du mal? Kannst du? Bitte? Bitte? Da kommen wir nicht rum. Ja, versuch mal zumindest mal den Schlüssel vom Dorfschulzen irgendwie noch zu bekommen. Ist der Dorfschulz eigentlich hier noch drin? Der Dorfschulz ist noch da. Ist ja doof. Weil normalerweise... haben wir gesagt, wir müssten hier rein. Aber der Dorfschulz ist ja noch da. Kommen wir dann nochmal in das Dorf hier? Das ist die Frage. Ja, solange das hier sich dreht... und hier kommen wir auch nicht weiter. Ja, das ist ein bisschen doof. Sagt mal, wie sieht's denn überhaupt aus hier? Ja, dann gehen wir mal in die Gaststätte und... Naja, Moment mal. Wir schauen mal, ob wir... Weil wir haben doch für Steine, glaube ich, ganz... Wir haben hier einen Fall... Der hat die Kraftklinge, ne? Aber wir haben jetzt hier... den Bestientöter, den möchte ich. Auch wenn er weniger ist. So, Bestizid hat sich auch erledigt. Das hier ist ein Eisenhelm. Toll. Es werde Licht und Level up. Das müssen wir uns mal anschauen. Hier ist nichts. Bronzerüstung haben wir auch nichts. Und hier haben wir auch nichts. Ne? Bei Zitterne. Der ist in Ordnung. Lederhude haben wir ja nicht. Doch, eine Zipfelmütze. Moment. Ja, dann nehmen wir die Zipfelmütze. Seitenhemd? Ja, ist in Ordnung. So, Vivi Boy. Ach so, Vivi. Ich glaube, wir gehen trotzdem nochmal zum Ausrüstungshändler. Lederhut, okay. Armreif, Leder, Eis. Perfekt.
Ich glaube, ich gebe dir lieber ein Seidenhemd. Oh, ein Blitz. Super. Ja, das war gut. So, und meine Lilly... Meine Lilly-Fee. Ja, da gibt es ja nichts mehr. Ach, Brot, das könnten wir uns auch mal anwenden. Oder so. Ach, Antidot haben wir doch. Gegen Vergiftung, ne? Aber wir waren nicht vergiftet, oder? Abilities. So, wollen wir schauen. Anlegen. Bestientöter. Fügt Bestien immensen Schaden zu. Finde ich gut. Halt! Es werde Licht. Ach, das geht gar nicht. Beschleunigt das Level ab der Charaktere. Moment. Da müssen wir was... Was ist werde Licht? Verhindert blind. Ist ja noch besser. Verhindert Gift. Ja, das müssten wir dann... Das müssten wir dann einfach... Ja, das müssten wir dann einfach schauen. Was wir genau brauchen. Für Bestien immensen Schaden zu. Verhindert blind, das wissen wir ja nicht. Wir machen erstmal dieses Level up auf alle Fälle. Und eins bräuchte man noch, ne? Insektenartige Monster vielleicht. Hm. Schwer, schwer zu sagen. So, du hast nichts mehr, ne? Kavalier, okay. Hast du eine Lupe? Okay, okay, okay. So, aber du hast doch einiges bekommen. Halt! Hey, nein, du. Hier, anlegen. Ach so, nee. Hier nicht anlegen, sondern... Das ist schon, ne, bei Benutzen. Genau, also du hast Feuer, du hast Eis, du hast Blitz. Okay. Und du... Ja, kannst du noch was anlegen? Nee, ne? Du hast auch nichts mehr zum Anlegen. Okay. 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 So, was ist jetzt hier? Die Mieze hat's gesehen. Hallo. Wie immer. Voll am Pen. Ey, du! Hallo! Ach, herrje! Bitte verzeiht! Zeit will... Aber ich dachte, die hätten sie schon längst gefangen genommen. Geht's jetzt weiter? Na? Ein hübsches Fräulein sollte man wirklich nicht anstarren. Nein, nicht das junge Fräulein. Nein, wie dem auch sei. Rein in die gute Stube. Das hatten wir schon mal, ne? Den Text. So, wir würden gern, wenn es denn mal weitergeht, würden wir dann gern... Oh, bitte sag nicht, dass es nicht weitergeht. Ah, jetzt. Kleiner Hänger. Ruhig Blut, Kalle. Und jetzt kostenlos schlafen können? So, sind noch alle da? Ja. So, dann speichern wir und dann machen wir für heute Schluss, ne? Der ist natürlich immer noch am Pennen. So, mit dem Mucknet ist noch nichts, ne? Okay. Ciao, ciao.